Kuckuck. Da ist er wieder. Nachdem wir in Tomb Raider 4 Laras scheinbares Ableben erleben durften und sich ihre Leute, die sie hier hinterlassen hat, zusammengesetzt haben, um über ihre früheren Missionen hier zu artikulieren, befinden wir uns jetzt bei Tomb Raider 5 Chronik. No. Ergo spielt das, was wir jetzt spielen, vor dem vierten Teil. So, in Erinnerung. So, und wir wollen mit der mega sexy Lara Croft. Wäre schade, wenn sie wirklich tot wäre. So. Aber ich bin mal auf das Ende hier vom fünften Teil gespannt. Und ich hoffe mal, dass niemand kommt und mir das Ende hier verrät. Grüße an Meta Feld geht raus an dieser Stelle, ja, aber. Ich hoffe, er nimmt mir das nicht irgendwann mal übel. So, wir haben das letzte Mal hier. Wo haben wir das? Wir haben hier. Hey, warte mal. Wir haben doch Geheimnis geholt. Wo sind wir hier? Secrets 2 von 36. Brauchen wir nur noch 34. Klingt schön, also ich weiß. So, hier waren wir. Stimmt. Hier hinten drin. Hier sind wir nicht reingekommen. Das eine Mal. So, hatten wir jetzt alles durchsucht hier. Ich denke schon. Ja. Okay. Na gut, raus hier. So, Lara. Mein Schatz. So, raus hier, komm. Ja. Wir müssen uns aber weiter umgucken hier. Den Schalter hatten wir schon umgelegt. Wo sind wir jetzt hergekommen? Ich muss mich jetzt erstmal wieder orientieren hier. Dafür gucke ich natürlich nicht in eine Lösung. Das Geheimnis zum Beispiel, wir müssen irgendwas mit dem Treten und die zweiten Vogel. Irgendwas mit getreten zweiten Vogel. Wenn wir das gemacht haben, müssen wir wieder aufs nächste Geheimnis Acht geben. So, wir sind hier hintergerannt. So. War auch, hier ging es hier hinten auch weiter. Ich bin doch hier irgendwo runtergerannt. Stimmt, durch das Tor. Hier oben. Das stimmt. Hier hatten wir den Merkurstein eingesetzt. Den Lara den Typen ja im Intro abgenommen hat. Und hier unter ihr Kleid. Warum rennt sie eigentlich? Warum hat sie eigentlich nicht das Kleid an? Aus dem Intro. Hier oben gab es auch nichts mehr, oder? Ich fand das vor allen Dingen, wenn man sich das, ach nee, hier waren wir ja. Ja, Lara. Das war hier unten. Ach so, hier ist nix. So. Ich finde, ich habe mir das da nochmal angesehen, das Ende vom vierten Teil hier. Wo sie ja, dort verschüttet wurde. Sieht man, wo sie dort auf den von Kräutern stößt, das ist so... War das vorhin auch schon offen? Also sagt keine Spielchen mehr oder was das war. Wo sie irgendwie so verzweifelt schon erzählt hat. Ey! Wie werde ich diese Viecher los? Haut ab! Und dann natürlich das passende Intro hier dazu vom fünften Teil. Das war schon irgendwo, das hat mich danach direkt dann auch ein Stückchen beschäftigt. Also das ging mir wirklich nahe. Und die schöne Lara hier. Oh. Ich meine, wir wissen ja, dass es dann noch mehr Teile gibt hier. Ist ja klar. Aber wie gesagt, wie das alles zusammenhängt, wie das alles funktioniert hier von der Geschichte her. Das ist eigentlich die Frage. Und da bin ich wirklich gespannt hier auf das Ende im fünften Teil. Und ich hoffe, ihr, wenn ihr das noch nicht gesehen habt oder noch nicht kennt, dass ihr auch gespannt seid. Ja. Das Ding hier ist anscheinend aufgegangen. Hier unten drunter.
Wo ist hier was aufgegangen? Das hörte sich an, aber als ob hier drüben in nächster Nähe was aufgegangen wäre. Aber ich sehe hier nichts, was hier aufgegangen sein könnte. Irgendwo eine Kiste hier oder irgend sowas. Nö. Wir gehen mal wieder zurück hier. Hier ist aufgegangen. Ja, wir speichern mal neu. Ach, das können wir direkt hier machen. So. Jetzt die Frage. Wir müssen aber noch mal gucken, ob hier noch irgendwelcher Plunder rumliegt, den wir hier mitnehmen können. Wie Mumpeln oder Medipacks oder irgendwas halt. Ja, und der Witz ist ja, Tomb Raider 5 hier ist ja in gewissermaßen wie so eine Anthologie. So. Ich meine, die meisten von euch, denke ich mal, werden wissen, was wir werden mit dem Begriff was anfangen können. Wer nicht, ach verdammt. Anthologie-Serien, wenn man jetzt mal von der Fernsehserie sprechen würde, eine Anthologie, das ist ja immer neue Geschichten. Die meisten Serien, die haben ja so fortlaufende Staffeln, gerade in der heutigen Zeit. Da sind diese Rahmenhandlungen wie The Walking Dead, Game of Thrones und alles, ist ja heute alles schon Standard fast. Viele haben auch noch die Einzelepisoden, ob man das in der Form irgendwie als Anthologie werten kann, die Einzelepisoden von früher, weiß ich nicht. Ja. Aber Anthologie ist ja, wenn wir jede Serienstaffel, sag ich mal, eine andere Geschichte haben, eine eigene Geschichte, die mit der Staffel davor nichts zu tun hat. In gewisser Weise haben wir hier beim fünften Teil sowas auch. Weil alle Sachen, die ich jetzt hier einsammle, die werden wir in der nächsten großen Welt hier wahrscheinlich, so wie mir bekannt ist, nicht mehr haben. Da unten war das. So, gab es jetzt noch mehr? Nö. In die Mitte stellen. Das ist eigentlich hier das, was den fünften Teil zu den anderen unterscheidet. So. Aber hier war irgendwie nichts mehr, oder? Da kommen wir von hier aus noch woanders hin, wo ich ja noch was einzusacken gibt. Weiß ich nicht. Oder gibt es hier unten irgendwie Kante, wo sie sich festhängen kann? Ich probiere das mal. Ich lasse sie aber nicht unbedingt runterstürzen. Nee. Was ist denn hier unten so orange? Was ist das denn? Keine Ahnung. Das sah gerade aus, als ob hier irgendwas in meiner Silhouette zu sehen war. Hm. Guck mal hier, direkt vor meiner Nase. Oder vor Laras Nase. Ein Medipäckchen. So. Ne, okay. Dann dürften wir hier in der Ecke fertig sein. Zack. Ui. Das war eng. Ja. Oh, hier unten noch was. Sieht nicht so aus. Und wie gesagt, ich finde das richtig erfrischend, endlich mal hier wieder nicht in Ägypten unterwegs zu sein. Oh, lag hier unten noch irgendwas drauf? Okay, kommen wir dorthin? Wir speichern das ganze Ding mal hier. Jawohl. Mhm. Alles Auskundschaften hier. Also hier liegt nichts mehr. So, da drüben. Was ist hier drüben? Auch nichts.
alles, wo Lara hier irgendwo drauf klettern kann, da gehen wir natürlich hin. So. Da drüben, kam ich da drüben hin? Ach nee, der Saubel ist so aus. So, hier ist ja der Garten. Ja, da ist das Tor. Da oben drauf waren wir gerade. Ich wüsste gerade nicht, wo wir irgendwas hätten übersehen können. Ich guck mal kurz rein, irgendwo stand hier gerade, ich kann auch irgendwo ein Laserzielfernrohr mitnehmen. Lauf die Treppe ganz nach oben. Revolvermonitor einsammeln. Klettert dann in den Hof zurück. Lauf die Treppe oben, ganz oben auf der Treppe liegt noch ein Laserzielgerät. Die Treppe nach oben. Lauf in den Hof zurück. Welchen Hof? Hier vorne oder was? Die Treppe. Welche Treppe? Na gut, das Laserzielgerät, das haben wir ja. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal versuchen zu holen. Mein Doppel hält besser, aber. So, dann gehen wir mal. Wo hat sich jetzt was aufgemacht? War hier schon immer. War die Tür schon immer offen? Was war denn das andere erst für eine Tür? Wir gehen mal hier hin. Was war hier unten? Kenne ich das Ding schon? Hier geht's aber nicht wirklich weiter irgendwo. Oder ist hier irgendwo ein Hebel? Ist hier ein Hebel irgendwo dran? Ich sehe gerade keinen. Keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall erstmal hier wieder hoch. So, wie lange ist das? Ja, 12 Minuten haben wir schon auf dem Dach. So, dann gehen wir mal. Ja, ist ja gut, du hast die Glocke geläutet. Hier ist wieder dicht. Oder muss ich das jetzt nochmal umlegen? Ging das auf Zeit? Ach nee, hier oben ging auf. Hier war das. Ja. So. Wir speichern das ganze Ding jetzt aber mal hier davor. Lara ist recht schreckhaft. Irgendwas mit den Tauben muss ich machen. Muss ich die hier runterschießen? Nö. Ja, irgendwas mit den Tauben. Oh, hier oben ist hier unten noch ein Schalter irgendwo. Schalte. Ist hier irgendwo noch ein Schalte. Naja. Warte mal. Ich krieg doch manche Türen seit dem vierten Teil, kriegt sie doch hier die Türen so irgendwie auf. Diese wahrscheinlich nicht. So, wir haben aber gerade was gesehen, dass wir da hochspringen können noch. Oh, was ist das denn? Können wir da hochspringen? Da sieht mir ein bisschen hoch aus zum Hochspringen. Genau so ist es nämlich. So, was ist hier dahinter? Auf der anderen Seite Augenschalter und ich habe den natürlich wieder übersehen. Ich denke mal. Ja. Können wir jetzt irgendwas mit dir machen? Ach so. Moment. Du musst doch hier auf der Seite auch noch ein Schalter sein. Jetzt ist ja eine Tür aufgegangen. Hier ist kein Schalter.
Wahrscheinlich ist der zweite Schalter da oben. Speichern mal hier auf dem nächsten Platz. Au, das tut ja weh. Du kannst mich mal. Guck mal hier. Na. Nein. Nein, was ist nun an? Links ist. Der rechts ist links, links ist links. Saublödes Ding. Guck mal, Lara kann das nehmen. Sie kann sich um die Ecke hangeln. Die ist stark. Ja, Lara, hoch hier. So. Hier ist der zweite Hebel. Zieh mal dran. Zieh an meinem Finger. Irgendwo ging's doch runter. Da. So. Wisst ihr, was mir gerade tierisch auf die Eier geht? Dieses Geblinke da oben links. Warte mal. Ist hier eine Tür, versteckte Tür? Dieses Viereck, das sieht mir zu, oder geht das auf, wenn ich den anderen Spatz dort umdrehe? Also so auf die Art und Weise komme ich hier nicht darunter. Wenn das hier wirklich eine Tür sein soll. Ja. Statistiken. Benutzt die Medipacks 2. Was ist das denn? Ach, das sind die Geheimnisse. Geheimnisse 2 von 3. Ach so, das ist wegen dem Level. Das sind natürlich Geheimnisse 2 von 3 in diesem Level hier. Ja, Lara ist gut so, Vögel. Ja. Speichert haben wir gerade. Hier unten, das ist aufgegangen. So, das ist der zweite. Moment! Verdammt! Also wirklich, Lara, wir sind doch alle gute Freunde hier. Tut mir leid, Ma'am. Wenn du denn jetzt bitte deine Erbsenschleudern da weglegen würdest. Und jetzt bitte den zweiten Stein, Miss Croft. Komm doch her und hol ihn dir. Es ist mir einfach schon zu spät heute für solche Spielchen. Larson, durchsuch sie gründlich. Also in diesem Job kriegt man wirklich die schönsten Aufgaben. Willst du nicht auch die Gesäßtaschen überprüfen? Larson, es langt! Aufhören! Ich habe genug von diesem kindischen Blödsinn. Den Stein, Miss Croft. Wenn du den hier in das Tor steckst, dann wirst du mehr bekommen, als du dir erhofft hast. Glaub mir. Ich steck ihn rein. Das wäre dann so ziemlich das Dämlichste, was du in deinem Leben gemacht hast. Und das will schließlich was heißen. Netter Versuch, Miss Croft. Wie immer. Etwas Geduld. Ich habe euch ja gewarnt.
Was ist das? Was haben wir falsch gemacht? Mit eurer üblichen draufgängerischen Ignoranz habt ihr die nächste Torphase eingeleitet. Die nächste Torphase? Wenn ich mich recht entsinne, das Tor hat sich umgeschaltet und wenn es in den nächsten Augenblick nicht zwei Steine bekommt... An deiner Stelle würde ich mir meinen Neandertaler da drüben schnappen und machen, dass ich fortkomme, so schnell die kleinen Beinchen mich tragen. Au revoir, mon cher. Nein! Kommando zurück! Wir werden uns das gleich nochmal angucken müssen. So. Ja, den holen wir uns gleich. Aber wir haben gerade gesehen, was passiert, wenn jemand Lara an den Arsch fassen will. Dann kriegt er einen Knietritt gegen die Eier. Oh. Wir brauchen nämlich noch das Geheimnis. So. Und da ist es nämlich. Bingo. Damit haben wir Geheimnis. Haben wir Geheimnis 3 von 3 in dem Level. Und 3 von 36. So, das speichern wir nochmal. Müssen wir uns die Cutscene jetzt nochmal angucken? Wollt ihr das? Ja, hör auf. Ich hätte gedacht, hier hoch vielleicht, aber naja, egal. Kannst nicht wegdrücken. Also wirklich, Lara, wir sind doch alle gute Freunde hier. Tut mir leid, Ma'am. Wenn du denn jetzt bitte deine Erbsenschleudern da weglegen würdest. Und jetzt bitte den zweiten Stein, Miss Croft. Komm doch her und hol ihn dir. Es ist mir einfach schon zu spät heute für solche Spielchen. Larson, durchsuch sie, gründlich. Also in diesem Job kriegt man wirklich die schönsten Aufgaben. Willst du nicht auch die Gesäßtaschen überprüfen? Also, es langt! Aufhören! Ich habe genug von diesem kindischen Blödsinn. Den Stein, Miss Croft. Wenn du den hier in das Tor steckst, dann wirst du mehr bekommen, als du dir erhofft hast. Glaub mir. Ich steck ihn rein! Das wäre dann so ziemlich das Dämlichste, was du in deinem Leben gemacht hast. Und das will schließlich was heißen. Netter Versuch, Miss Croft, wie immer. Etwas Geduld. Ich habe euch ja gewarnt. Was ist das? Was haben wir falsch gemacht? Mit eurer üblichen draufgängerischen Ignoranz habt ihr die nächste Torphase eingeleitet. Die nächste Torphase? Wenn ich mich recht entsinne, das Tor hat sich umgeschaltet und wenn es in den nächsten Augenblick nicht zwei Steine bekommt... An deiner Stelle würde ich mir meinen Neandertaler da drüben schnappen und machen, dass ich fortkomme, so schnell die kleinen Beinchen mich tragen. Au revoir, mon cher. So, tut mir leid, wir mussten uns jetzt ein zweites Mal angucken, aber ich konnte es über das Escape nicht wegdrücken. Wir speichern das aber direkt hier drauf. Ja. Wirklich, gerade hier auch im fünften Teil, im ersten, in den vierten Teil, das hat sich auch immer schon so schön entwickelt, bekommt sie nochmal so einen richtig schönen, geilen Charakter dazu hier. Und, weiß nicht, so ein
diesen typischen von der originalen Lara hier, den Charakter, das hat sich über die Spiele wirklich erst so aufgebaut. Das war nicht von Anfang an so, vom ersten Teil an. Ui! Jetzt haben wir zwei. Jo. Und hier geht's natürlich wieder von vorn los mit Geheimnissen. So, kommen wir hier hoch? Nö. Ich schätze mal, wir müssen hier irgendwie auf andere Weise hoch. Können wir irgendwas mit der Schubkarre machen? So, aber Lara, mein Schatz. Ich meine, der Typ, der ist ja noch dämlicher, als er sein kann. Weil ihm anzubieten, an deine Gesäßtaschen zu gehen, ist ja ein schönes Angebot, dir an den Arsch zu fassen. Würde ich auch nicht unbedingt nein sagen. Aber wenn wir uns deinen Arsch mal ganz genau angucken, du hast keine Gesäßtaschen. Oder? Jetzt mal bitte auf Laras Hintern achten. Hat keine Gesäßtaschen, also ich sehe keine. Naja, gut, okay. Lassen wir das mal so stehen. Ui, Brecheisen. Jo. Können wir auch eine Schaufel mitnehmen? Mhm. Jo, haben wir hier oben noch irgendwas? Immer schön umgucken. Wahrscheinlich habe ich auch im vorhergehenden Level was vergessen. Keine Ahnung. Weil das mit diesem Laserzielfernrohr, was noch irgendwo liegen sollte. Aber wie gesagt, wir haben ja eins. Und die Geheimnisse haben wir eingesammelt, das ist wichtig. Und stimmt, jetzt fällt mir ein, was ich in der letzten... wir sind ja noch in der Folge. Was ich vorhin sagen wollte noch. Das ist das erste Tomb Raider Teil. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe in den ersten beiden Folgen. Das ist der erste Tomb Raider Titel. Ohne ein Add-on oder ein Bonus-Level. Gibt es hier nicht. Die Geheimnisse sammeln wir wieder mal ein. Nur just for fun. Nur weil wir es wollen, weil wir es können. Jo. Hier kommen wir auch nicht hoch. Können wir uns hier irgendwo festklappern, Kletterst du hier irgendwo für uns hoch? Ja, was ist hier drüben? Zack. Geht nicht. Mach mal auf. Puff. Hm. Kriegst du das nicht auf hier? Was ist hier vorne? Was ist damit? Kriegst du das Fenster auf? Jawohl, ja. Guck mal hier. Was haben wir hier? Medipäckchen? Was ist hier hinten noch? Keine Ahnung. Also wir werden in dem Level jetzt nicht mehr kommen. Also viel weiter. Aber... Können wir irgendwo hochklettern? Na gut, hier höchstens. So. Wir wollen aber fix mal gucken, ob wir auch hier drüben mit dem Brecheisen rankommen. Wo haben wir das Ding? Ja. No. So. No. No. Wir speichern mal. Oh, wo ist jetzt der Revolver? Ach so, das geht ja tatsächlich nicht über die Zahlen. Das ist furchtbar, ist das. Ich habe mich so daran gewöhnt. Hm. Keine Ahnung. So, kletter mal hier hoch. So. Und noch irgendwas? Das hätte ich eigentlich von draußen sehen können, ob hier noch was drin ist. So. Dann hier hoch. So.
Und Abschluss der Folge streckst du mal hier deine Beinchen nach oben. Aber als der Typ dort Lara freudig durchsucht hat, habt ihr gesehen, wo er zuerst hingefasst hat, das alte Ferkel? Ja, na gut, okay. Dann würde ich sagen, es hat euch gefallen. Folge 3 von Tomb Raider 5, die Chronik. Ja, und damit, Dankeschön fürs Zusehen und tschüss.